Ich bin Mohammed Yarkas. Ich bin Daniel Burkhardt. Wir stellen euch heute den Beruf Fachkraft für Lagerlogistik vor. Ich habe mich für den Beruf Fachkraft für Lagerlogistik entschieden, weil es ein vielseitiger Beruf ist. Man ist immer in Bewegung und hat immer Kontakt mit verschiedenen Kollegen. Außerdem macht es großen Spaß, mit verschiedenen Geräten zu arbeiten. Im Wareneingang nehme ich die neu gelieferte Ware entgegen und führe die erforderlichen Schritte zur Prüfung durch. Wenn alles in Ordnung ist, wird die Ware im System hinterlegt und eingelagert. In der Logistik arbeiten wir mit dem System Mann zur Ware. Hierzu bekomme ich einen Auftrag, der mir anzeigt, wo ich die benötigte Ware finde. Diese buche ich dann ab und sammle alles in einem dafür vorgesehenen Behälter. Wenn der Auftrag erledigt ist, stellen wir diesen an den Bahnhof und von dort holen ihn die jeweiligen Abteilungen ab. Sobald alle Arbeitsschritte fertig sind, wird die Ware verpackt. Nun kommt der Warenausgang zum Einsatz. Hier werden die nötigen Dokumente an den Verpackungen angebracht, sodass der Kunde diese auch rechtzeitig erhält. Als letzter Schritt in der Arbeitskette werden die Paletten auf den LKW verladen und versendet. Wer sich für den Beruf Fachkraft für Lagerlogistik entscheidet, sollte sorgfältig und umsichtig arbeiten. Ein gewisses Interesse an moderner Informations- und Kommunikationstechnik sollte vorhanden sein. Mit Disziplin und Engagement kann man in der Firma viel erreichen. Du suchst eine Ausbildung bei einem Top-Unternehmen, dann bist du bei Hoftechnik genau an der richtigen Adresse. Also bewirb dich jetzt!